Servus miteinander. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie man die inneren Schlusslichter bei einem Golf 6 mit Halogenscheinwerfer wechseln kann. Als allererstes muss der vierte Kofferraum ab. Jetzt muss hier innen die Verkleidung auf. Hier an der Seite, da ist ein Schlitz. Da geht man mit dem Finger rein und zieht den einfach weg. Im nächsten Schritt muss man den Kabelbaum wegmachen. Dafür greift man einfach hier an der Seite rein, drückt das zusammen und zieht ihn einfach weg. So, als nächstes sieht man hier, da ist eine Lasche. Die muss man nach hinten drücken. Wenn man die nach hinten drückt hat, kann man dann ganz, ganz einfach die Sache rausnehmen. So, und hier die obere kleine Birne. Das ist das Schlusslicht. Die bekommt man sehr einfach raus. Man nimmt einfach einen Handschuh oder einen sauberen Lappen und zieht sie nach vorne weg. Also in etwa so. Ich nehme sie und ziehe sie einfach weg. Das war's schon. Vom Sockel her, es handelt sich um W16W. So, und die neue Lampe, die setzen wir dann einfach ein. So, hier ansetzen einfach und dann reindrücken. Mehr ist es gar nicht. Jetzt müssen wir sie natürlich wieder einbauen. Wichtig ist, dass man es nicht verwechselt, wo welche Lampe reingehört. Die große Aussparung hier. Ich schaue für die große Lampe. Das heißt dann einfach ansetzen. Schau, dass man überall gut drin ist. Wenn man das dann hat, einfach nach oben drücken, bis es klack macht. Dann ist es wieder verrastet. Jetzt kann man einfach den Kabelbaum wieder einstecken. Und zu guter Letzt die Verkleidung drauf machen. So, dann wären wir mit der Seite auch fertig. Hier auf der anderen Seite ist es genau das gleiche. Verkleidung lösen. Den Stecker abziehen. Hier wieder entriegeln. Jetzt kann man auch die Lampe, wie schon auf der anderen Seite, einfach nach vorne wegziehen. Durch eine neue ersetze und dann wieder einfach einbaue. Ich schaue, dass wir überall gut drin sind. Ich möchte nicht immer gleich beim ersten Mal hundertprozentig rein. Deswegen einfach ein bisschen nuddeln. Wichtig ist, dass es rastet. Wenn wir das haben, Stecker wieder einstecken. Kleidung drauf und dann sind wir auch schon fertig. So einfach kann man dann hinter die Schlusslichter wechseln.